Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Bochum 1848. Endstand 1:3. An meiner Seite Cheftrainer Thomas Reis. Und ja, Thomas, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, hallo. Natürlich sind wir heute sehr, sehr glücklich, dass wir hier 3 Punkte mitgenommen haben. Wir hatten ja vor 14 Tagen ein Spiel, was nicht so optimal gelaufen ist. Wir haben uns heute sehr, sehr viel vorgenommen. Wir wussten, dass der HSV eine unheimlich gute Qualität hat, nicht nur unter den ersten 11, sondern auch in der zweiten Reihe. Das war uns bewusst. Wir wollten mutig agieren. Wir wollten von Anfang an versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen. Hatten in den ersten 5 Minuten oder 5, 6 Minuten ein bisschen Glück, wo wir ein, zwei Unachtsamkeiten hatten, wo Hamburg hätte das besser ausnutzen können. Danach haben wir das Spiel eigentlich ganz gut im Griff bekommen, haben es sehr offen gestaltet. Ich war ein bisschen unzufrieden mit ein paar Umschaltmomente, weil da hätten wir doch die ein oder andere Gelegenheit noch besser ausspielen können. Dann gehst du in Führung, dann hast du eigentlich eine Riesengelegenheit zum 2-0. Die machst du dann nicht. Dann kriegst du das Gegentor durch einen Elfmeter. Dann muss ich der Mannschaft sehr Respekt zollen heute, dass sie sich auch davon hat nicht unterkriegen lassen, dass wir dann versucht haben, weiter nach vorne zu spielen, weiter den Gegner unter Druck zu setzen. Das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Haben dann ja noch eine Riesengelegenheit, wo wir auch wieder unsauber ausspielen. Ich glaube, das war die Situation mit Zolli, der dann innen Pfosten, der Ball rollt die Linie lang. Das sind dann manchmal so Spiele, wo du dann draußen stehst und denkst, oh, ob das nicht in die Hose geht. Und ja, dann haben wir trotzdem weitergemacht, haben dann noch 2 Tore erzielt. Das ist natürlich schön, wenn du einen Spieler einwechselst, der dann sofort funktioniert, sofort ein Tor macht. Und ich glaube, dass wir heute einen absolut verdienten Sieg hier erlangt haben. Und ja, ich sehe den HSV, bleibe ich dabei, mit als den großen Favoriten. Daniel macht hier mit Sicherheit sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bei uns ist es dann immer so, dass es eine Woche, ja, bist du ein Aufstiegskandidat, eine Woche bist du wieder ein Abstiegskandidat. Wir müssen schauen, dass wir Konstanz reinkriegen. Und so wie die Jungs heute aufgetreten sind, absolut Respekt. Und das ist auch die Messlatte für die nächsten Wochen. Danke. Vielen Dank. Und damit kommen wir dann gleich, wenn ich das richtig verstanden habe, zur Fragerunde seitens der anwesenden Journalisten. Und den Anfang macht dann Markus Rensinghoff von der WAZ Bochum. Ja, hallo, guten Tag. Wie groß war die Versuchung, nach der ersten Halbzeit Amel Bella-Kotscha vom Platz zu nehmen? Ja, mir ist ja schon klar, dass da wieder Fragen kommen von einzelnen Spielern. Also ich finde, dass er nach diesen 2 Aktionen, die nicht ganz glücklich waren, sich unheimlich gut ins Spiel reingefunden hat, unheimlich gekämpft hat, eine Sicherheit ausgestrahlt hat, und das ist das, was für mich zählt. Und ich finde es halt immer schade, wenn man direkt ja das Negative nur sieht. Ich finde, wenn so ein Junge, der lange nicht gespielt hat, der, ich glaube, 19 Jahre alt ist, so eine Leistung gegen HSV abruft, ist ja logisch, dass ein bisschen Nervosität da ist. Dann bin ich damit absolut einverstanden und sehe eigentlich mehr die positiven Aspekte. Und die Versuchung war überhaupt nicht da. Markus Rensinghoff macht erstmal weiter, falls er noch weitermachen möchte. Ja, möchte ich durchaus. Wer war dann für Sie der Spieler des Spiels aus Ihrer Sicht? Für mich war die ganze Mannschaft heute im Endeffekt die Spieler des Spiels, weil wir haben als Mannschaft funktioniert, wir haben in beide Richtungen gut gearbeitet, wir haben das, was uns vorgenommen hat, die Mannschaft heute ganz toll umgesetzt. Wie gesagt, wir wollten den HSV nicht ins Spiel kommen lassen, wir wollten frühzeitig agieren und nicht immer reagieren. Das ist uns in den größten Phasen gelungen. Wir hatten, wie gesagt, in der ersten Halbzeit am Anfang ein bisschen Probleme. In der zweiten Halbzeit, als der HSV ein bisschen umgestellt hat, hatten wir auch so ein bisschen Gefühl Probleme. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass wir so viele Torchancen zugelassen haben. Der Elfmeter war natürlich dann nochmal so ein kleiner Nackenschlag. Und ich habe vorhin schon gesagt, wie die Mannschaft heute drauf reagiert hat. Das hat mir sehr imponiert. Und ja, ist ja klar, dass wir heute sehr glücklich sind. Der Blick zurück, dennoch zum Fürth-Spiel, Sie haben es angesprochen, da war die Leistung nicht gut. Wie erklären Sie sich, dass die Mannschaft tatsächlich so ein komplett anderes Gesicht zeigen konnte heute? Ja, weil wir versuchen, die Dinge immer aufzuarbeiten. Und ich weiß, es wird immer sehr gerne nach hinten geschaut, was negativ war. Wir sind heute froh, dass wir gegen einen tollen Gegner hier gewonnen haben. Ich glaube, das wird nicht vielen Mannschaften hier gelingen. Und das ist genauso, will ich das nicht überbewerten, wie sie in der Niederlage gegen Fürth. Ich habe gesagt, die Liga ist ausgeglichen. Wir haben heute einen Gegner gehabt, die tolles Spielermaterial zur Verfügung haben. Da musst du einfach 100% abrufen, das ist uns gelungen. Aber es muss auch gelingen gegen vermeintlich vom Namen her vielleicht kleinere Vereine. Das ist immer die Schwierigkeit vom Kopf her. Und es gibt keine leichten Spiele. Wir haben es letzte Woche oder vor 2 Wochen gesehen. Wir haben es in Braunschweig gesehen. Du musst immer 100% geben. Und wenn du das nicht
wenn du es nicht schaffst, das abzurufen, dann stehst du vielleicht auch mal ohne Punkte da. Und wir haben da vom letzten Spiel, glaube ich, sehr draus gelernt. Und wir wollen versuchen, das möglichst lange aufrechtzuerhalten. Danke, ich bin dann fertig. Wunderbar. Dann die Frage an Tizian Canizales vom Reviersport, ob noch Fragen offen sind. Moment. Ja, ich hätte noch ein paar Fragen. Sehr gut. Und zwar, Thomas, ich habe die erste Halbzeit als die beste Halbzeit der ganzen Saison gesehen. Würden Sie das auch so unterschreiben? Ja, also bis auf die ersten Minuten. Also wenn es da ein bisschen negativ läuft, dann gehst du in Rückstand. Nach fünf, sechs Minuten, da waren schon zwei gravierende Dinge dabei. Das haben wir zum Glück überstanden. Und dann glaube ich nicht nur die erste Halbzeit, sondern ich fand allgemein die Intensität, die wir gefahren haben, das war ja auch das, was ich gefordert habe, was gegen Fürth oder auch in den anderen Spielen, was so noch ein bisschen gefehlt hat, ein paar Tempowechsel. Wir hatten natürlich heute auch auf den Außenbahnen andere Spielertypen oder habe ich mich für andere Spielertypen entschieden, die unheimlich gutes Tempo hatten. Und das ist uns heute ganz gut zu Gesicht gestanden. Und ja, von dem her kann ich schon sagen, oder ich glaube, dass wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Du bist weiter dran, Tizian. Ich wurde wieder stumm gestellt, tut mir leid. Wir hatten im Mittelsturm heute Simon Zoller statt wie bisher Gambula oder Nowotny. Ist das für Sie auch eine Lösung, nach dem, was Sie heute gesehen haben? Wir haben ja gesagt, wir wollen den Kader im Endeffekt so verstärken, dass wir variabler werden. Bei Silvia war es so, kam erst relativ spät vom Kongo zurück. Dass dann ein Einsatz mir zu risikoreich war. Bei Schumann Nowotny, wir wissen auch, dass es ein unheimlicher Mentalitätsspieler ist. Ich habe mich heute für diese Variante entschieden, aber das ist jetzt nicht ein Stein gemeißelt. Wir versuchen ja auch, und ich glaube, da geht es meinem Trainerkollegen auch, dass wir jeden versuchen mitzunehmen. Und jeder kann sich im Training anbieten und dann schaut man, was hat der Gegner aufzubieten. Und im Endeffekt schaut man, was könnte vielleicht für dieses Spiel passen. Heute war es diese Entscheidung, aber nächste Woche haben wir wieder ein schweres Spiel vor der Brust und dann schauen wir auch, wie die Trainingseindrücke sind. Moment, ich schaue gerade nochmal. Nee, ich denke, das war's von mir. Gut. Danke. Besten Dank. Dann die Frage, ich weiß nicht, ob von den Hamburger Kollegen auch noch eine Frage an unseren Coach da sein sollte. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für euer Interesse und wir sind dann erstmal raus. Danke. Ja, moin und hallo. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel zwischen dem HSV und dem VfL Bochum. Endstand 1:3. Bei mir ist unser Cheftrainer Daniel Thun. Und Daniel, ich würde dich bitten, einmal ein kurzes Fazit zum Spiel zu geben. Ja, moin zusammen und zunächst erstmal Thomas Reis im VfL Bochum. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Auch da sicherlich eine völlig verdiente Niederlage für uns, also ein verdienter Sieg für den Gegner. Der erste Moment im Spiel, ich glaube, man hat schon gesehen, dass wir schon Bock drauf hatten, auch den Ball früh zu gewinnen. Wir haben früh auf den Gegner Stress ausgeübt, wir haben Ballgewinne gehabt und da ging es dann los. Das war sicherlich das wenig Positive, was man mitnehmen kann aus den ersten 45 Minuten. Wir haben Ballgewinne gehabt, aber dann aus diesen Ballgewinnen einfach keine Abschlusspositionen gefunden. Wir haben nicht gut nach vorne gespielt in den Momenten in der Box und hatten keine Abschlüsse. Dadurch haben sich immer wieder Umschaltmomente auch ergeben für den Gegner, der es vielleicht dann auch nicht im Final uns damit bestraft hat oder gut zu Ende gespielt hat. Wenn wir den Ball selber hatten in unseren Reihen, dann haben wir uns sehr, sehr schwer getan, aus dieser Spieleröffnung auch Anschlussaktionen oder Anspielstationen zu finden. Ich fand gerade, dass die Positionen im Mittelfeld wenig Bewegung hatten, dass unser Spiel sehr behäbig war. Wir wenig Anspielstationen hatten, wenn unsere Dreierkette den Ball auch hatte. Und so war es dann, wenig Druck von unserer Seite. Und dann mit einem Moment, wo wir nachlässig sind, Freistoß, wir sind nicht sortiert, schnell ausgeführt, Elfmeter, Tor gegen uns. Ich glaube, in der Halbzeitpause noch mal alle daran erinnert, dass wir viel, viel mehr Gier auf diesen zweiten Ball haben wollten, viel mehr Gier im Umschaltmomenten, dass wir dem Gegner wenig zulassen wollten und selber entschlossen nach vorne spielen. Und das ist uns aber auch nur wenige Minuten gelungen in der zweiten Halbzeit. Und dann mit dem Elfmeter haben wir vorher schon die Entscheidung getroffen, was zu verändern. Wir hatten wenig Aktionen nach vorne. Wir haben gewechselt, wir haben den Ausgleich gehabt oder mit dem Wechsel dann auch ausgeglichen oder kurz davor durch den Elfmeter.
haben aber dann ein offenes Spiel gehabt, glaube ich. Und dann sind wir in unserem Konter mal wieder nicht sauber gewesen, was sich dann widerspiegelte über weite Strecken der Partie. Kriegen dann auf der anderen Seite ein richtig, richtig gutes Tor, aber nichtsdestotrotz, das ging in die falsche Richtung. Und unterm Strich bleibt eine völlig verdiente Niederlage. Auch da wiederhole ich, es ist in unserem Entwicklungsprozess sicherlich nicht erwünscht und auch nicht gewollt. Und es gehört sicherlich auch nicht zum Teil unserer Entwicklung, dass wir Spiele verlieren wollen. Aber heute haben wir es dann auch verdient getan. Danke. Danke, Daniel, für deine Einschätzung. Dann kommen wir zu Ihren, euren Fragen. Und den Anfang macht Wolfgang Stephan vom Stader Tageblatt. Ja, halt schon. Im Nachhinein war das ein Fehler mit dem gleich vierfachen Wechsel nach dem 1:1 Ausgleich? Ja, im Nachhinein war es nicht gut, weil wir in den letzten Minuten einfach die Partie dann 2:0 verloren haben. Aber wir haben halt auch eine lange Zeit nicht besonders viel nach vorne oder haben nach vorne nicht stattgefunden. Und zu dem Zeitpunkt, als wir uns da entschieden haben, waren die Spieler, die auf dem Platz waren, auch nicht in der Nähe wirklich dann auch aktiv vielleicht auch ein Tor erzwingen zu wollen. Wir haben ja keine Chancen herausgespielt und wir hatten auch nicht so viel Ballkontrolle, dass was daraus resultieren konnte. Und das ist das, was ich sage, wenn ich Leistung angeboten bekomme und das unter der Woche und ich habe eine Breite im Kader, dann muss ich ja den Ist-Zustand bewerten und dann war es eine richtige Entscheidung. Im Nachgang, klar, war es dann nicht optimal und dann habe ich die Verantwortung dafür und dann trage ich sie und dann waren es keine guten Entscheidungen. Thomas Hörner, Süddeutsche Zeitung. Ja, hallo. Toni Leistner ist ja ein Spieler, der ein bisschen in der Kritik stand. Darum geht es mir aber eher sekundär. Mir ist aber von oben aufgefallen, oder ich hatte zumindest den Eindruck von oben, dass Moritz Heyers kluge, vertikale Pässe dann im Spielaufbau, vor allem aus dem Zentrum raus, doch gefehlt haben. Würden Sie das ähnlich beurteilen oder eher nicht? Ja, teile ich nicht ganz so. Ich glaube, dadurch, dass wir mit einer Dreierkette gespielt haben und den Halbraum mit Moritz Heyer besetzt haben, ist es immer noch eine Position, von der er sehr gut aus eröffnen kann, wo er anlaufen kann, wo er einen Gegner überdribbeln kann. So, was gefehlt hat, war zum einen bei Moritz Heyer sicherlich heute die Qualität und die Passgenauigkeit, um seine Mitspieler ins Spiel zu bringen. Was da auch zugehört, oder der zweite Teil der Wahrheit ist einfach auch, ich muss mir auch den Raum erarbeiten und den Raum erlaufen, dass ich anspielbar bin. Und da fand ich einfach, dass wir gerade hinter dieser ersten Verteidigungslinie uns wenig Anspielmöglichkeiten gegeben haben. Wir haben immer sehr häufig zurückspielen müssen und haben dann viele lange Bälle dann auch geschlagen mit Ulreich. Und das war auch sicherlich nicht in unserer Idee. Und dass wir es hinten heraus besser spielen können, das wissen wir auch. Marco Scholz von der Rautenperle. Hallo Herr Thion, die vier Wechsel, Sie wurden ja eben schon einmal angesprochen. Das ist ja auch immer auch eine Belastung im Spiel auf die Mannschaft. Wenn man zurückliegt, klar, dann will man was verändern. Manchmal ist es dann ja gut, wenn man ein bisschen was durcheinander bringt. Aber hat das einen Unterschied für Sie gemacht, ob man jetzt 0-1 zurückliegt oder 1-1 am Ende, ob es 1-1 steht? Macht das einen Unterschied für Sie in dem Moment? Ja, in dem Moment hatte ich eher den Eindruck, dass die Spieler, die auf den Positionen auf dem Platz waren, nicht dafür gesorgt haben, dass wir dieses Spiel vielleicht noch wieder egalisieren oder auch dann drehen können. Und das waren alles positionsgetreue Wechsel. Wir haben vorne den Sturm neu besetzt, wir haben die Zehn neu besetzt, wir haben die Sechserposition oder die Achterposition besetzt und die Außenbahn. So alle Spieler, wo ich sage, da ging schon deutlich mehr, da haben wir mehr Potenzial, ob es Bakariata war, Aaron Hunt, Manuel Winsheimer dann auch. Also da war sicherlich Jeremy dann mit der Verletzung, aber wir hätten ihn trotzdem ausgewechselt, wo wir dann wieder mehr Qualität uns erhofft haben von außen. Und wenn man diese Situation nimmt, nochmal dieser Konter, den wir fahren, wenn wir den sauber zu Ende spielen, dann klatschen wir uns wahrscheinlich alle in die Hände und freuen uns darüber, dass Bobby Wood vielleicht durchgezogen hat und das Tor gemacht hat. Jetzt war die Entscheidung nicht gut, wir hatten den Ballverlust. Auf der anderen Seite macht Danny Blum ein richtig gutes Tor und wir haben dann nicht mehr so zünden können, wie wir uns das gewünscht haben. Also ich weiß nicht, ob ich unbedingt was mit durcheinander gebracht hat, aber den Effekt, den ich davon haben wollte, mehr Spielkontrolle und Gier aufs zweite Tor und dieses Spiel gewinnen zu wollen, ist so ein bisschen verpufft und ist bei mir. Florian Rebin von der Mopo. Hallo Herr Thion, ich habe zwei kurze Fragen. Einmal war es ja in den ersten Spielen so, dass Spielkontrolle und ein sicheres und gutes Passspiel Ihre Mannschaft ausgezeichnet hat. Was war der Hauptgrund, dass gerade dieses Passspiel heute überhaupt nicht funktioniert? Ich glaube, jeder dritte Ball ist beim Gegner gelandet. Lag es nur an den schlechten Bewegungen der Spieler, die angespielt werden sollten oder auch an den Spielern, die Pässe dann letztlich abgegeben haben? Und einmal noch zu Jerry Dudziak, der verletzt ja letztlich ausgewechselt werden musste. Weiß man da schon, wie schlimm es ihn erwischt hat?
Ich glaube, das habe ich ja schon gesagt. Also zum einen ist es die Ballqualität der ballführenden Spieler. Zum anderen ist es das Positionsspiel der Spieler, die halt in einer gewissen Ballerwartungshaltung sind. Und da gibt es ja relativ einfach, entweder will ich den Ball haben oder ich will ihn nicht haben. Oder ich bin gedeckt. Wenn ich gedeckt bin, laufe ich mich frei, dann bin ich anspielbar. Ich muss meine Anspielbarkeit permanent überprüfen und das vielleicht in einem höheren Tempo, als wir es auch getan haben. So. Und das sind die beiden Komponenten, die dann eine Rolle spielen. Zudem natürlich auch ein Gegner. Nochmal, VfL Bochum hat es auch nicht so schlecht gemacht, war sehr aktiv, hat sehr aggressiv verteidigt. Die haben auch eine ordentliche Mannschaft. Und wenn wir nicht in unsere Abläufe kommen, dann wird es sicherlich auch eine Herausforderung für uns oder in dem Fall dann auch, dass wir das Spiel gewinnen. Und wir waren nicht zufrieden damit, es war kein gutes Spiel. Und unterm Strich bleibt dann halt die Ballqualität sicherlich im Spielaufbau, aber vielleicht auch das, dass wir vor der gegnerischen Kiste einfach auch keine Abschlüsse finden, keine Abschlüsse gesucht haben. Und deswegen haben wir das Spiel verloren. Und Jeremy Duziak für den Augenblick auch. Wie schlimm die Verletzung ist, kann ich noch nicht beurteilen. Henrik Jacobs vom Hamburger Abendblatt. Moin, Herr Thun. Ich habe von oben das Gefühl gehabt, dass Bakariata sich rechts hinten in dieser Fünferkette nicht so richtig wohl gefühlt hat. Wie war Ihr Eindruck und gab es die Überlegung, das möglicherweise frühzeitiger zu korrigieren? Ja, grundsätzlich haben wir ja versucht, in letzter Linie mit 3 auf 3 zu verteidigen. Also es war schon unsere Idee, dass er ein bisschen offensiver spielt. Ich glaube auch, dass wir in der ersten Halbzeit den einen oder anderen Moment hatten, wo wir ihn hätten besser ins Spiel bringen können. Wenn man alleine auf der Bahn ist, dann war es unser Ziel, wenn er mal flach abkippt, dass er frontale 1-gegen-1-Situation hat. Ich glaube, da ist er mit seinem Tempo dann doch etwas überlegen, seinem Gegenspieler. Da haben wir ihn wenig reingebracht, vielleicht auch, weil Jan Jamra nicht so ins Spiel gekommen ist. Und die tiefen Laufwege waren dann auch nicht so da, dass wir ihn mal tief reinbringen konnten. Und da ist es vielleicht in dem Augenblick eher geschuldet, dass wir nicht in die Abläufe reingekommen sind. Weil wir haben uns schon ein bisschen was davon versprochen. Wir haben das schon mal gespielt mit Bakary auf der Position. Und dann ging es auf. Da war es aber die linke Seite. Jetzt war er auf seinem starken Fuß. Und somit nochmal taktisch nicht das, was wir wollten und in der Umsetzung auch nicht gut. Babak Milani von der Bild-Zeitung. Moin Daniel, bei Bobby Wood jährt sich am 25. November sein 2-jähriges Jubiläum und vor 2 Jahren hat er zuletzt ein Ligator geschossen. Was siehst du in ihm und denkst du, dass bei ihm irgendwann mal der Knoten platzt? Ja, es geht ja gar nicht darum, dass ich mich hier hinstellen möchte und alle oder der ganzen Welt zeigen möchte, dass sie ein falsches Bild von Bobby Wood hat, sondern nochmal, für die letzten 2 Jahre kann ich herzlich wenig. Er hat eine Menge dazu beigetragen, dass er wenig Platzzeit vielleicht dann auch bekommen hat und auch dann mit der Qualität, die er auf den Platz gebracht hat, vielleicht auch nie dann den entscheidenden Moment gehabt. So, und ich sehe ja jeden Tag auch im Training, was mir ein einzelner Spieler anbietet. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass er mir in der Offensive mehr anbietet als die anderen auf dem Platz, dann wechsle ich ihn ein in dem Augenblick. Und dann darf man sich das auch Ganze im Vorfeld verdienen und dann darf man das Ganze bestätigen. Aktuell spielen wir es halt zentral mit einer Spitze. Das macht Simon nicht ganz so verkehrt. Er hat auch ein paar Mal den Rahmen getroffen. Wenn die zweite Spitze dazukommt, dann ist es meistens ein offensiver Mittelfeldspieler oder Manuel Winsheimer. Und deswegen, ich sortiere das ins große Ganze ein. Es geht gar nicht bei uns um Bobby Wupp, sondern es geht bei uns ums Team. Wir haben jetzt 8 Spieltage hinter uns gebracht und ich will Bobby helfen, dass er wieder dahin kommt, wo er mal war. Und dafür kriegt er auch unsere vollste Unterstützung als Team. Und wenn er Leistung anbietet, werde ich es honorieren, auch weiterhin. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Hallo. Sie haben ja Ihre beiden oder 2 von Ihren 3 deutschen U21-Nationalspieler draußen gelassen. Hatte das was mit der Reise zu tun oder war das so eine rein taktische Sache? Nee, es hat überhaupt gar nichts mit der Reise zu tun. Also es war vielmehr dieser Gedanke, dass wir mit einer Dreierkette spielen wollten, mit vielleicht eher Spieleröffnern auf den äußeren Positionen. Das hat uns ja so ein bisschen in Kiel auch gefehlt. Deswegen haben wir uns für Jamra und Haier auf den Außenpositionen entschieden. Und dann mussten wir uns für einen zentralen Verteidiger entscheiden. Und dann war es sicherlich keine einfache Entscheidung. Aber mit dem Auftritt von Toni in Kiel und auch mit dem, dass er vielleicht ein bisschen eher Spieleröffner ist, als es Stefan sein kann, haben wir einfach gedacht, dass Toni da auch die richtige Wahl ist. Und dann war es eher eine Entscheidung für ihn als gegen Stefan. Ich habe ja gesagt, der Kader ist sehr breit, ich habe sehr viele Möglichkeiten. Und genauso war es auch außen, dass Bakker uns in den Tagen auch was angeboten hat. Nochmal, er hat es ja auch schon in der Vergangenheit richtig gut gespielt in Aue auf dieser einzelnen Außenbahnposition. Und deswegen hat er den Vorzug auch vor Josh Wagnermann bekommen. Nachher mit dem Rückstand oder mit dem, dass wir noch offensiver agieren wollten, war Khaled Naray sicherlich die erste Option, weil Josh etwas defensiver ausgerichtet ist. Also der Kader gibt mir ja sehr viele Möglichkeiten und deswegen war es eine Entscheidung für das System, für die Ordnung und dann nicht für die U21-Nationalspieler. Roland Kahl von HL Sports.
Ja, hallo Herr Thun. Jetzt hatten Sie ja auch schon vor dem Spiel gesagt, dass die Mannschaft richtig gut trainiert hat. Allerdings bietet sie das ja dann, das, was sie im Training anbietet, nicht auf dem Platz an. Was läuft da schief? Tja, gute Frage. Liegt sicherlich dann in der Umsetzung. Ich fand schon, dass unser Training in der Woche sehr intensiv war, sehr gut war. Wir hatten richtig gute Balleroberungen, wir haben immer richtig gut auf den Ball gepresst, wir haben richtig gutes Umschaltverhalten gehabt und wir haben auch die ein oder andere fußballerische Lösung gehabt. Also die Jungs hatten sehr viel Spielfreude und heute wäre Zahltag gewesen und ich finde eigentlich immer, so wie man trainiert, spielt man dann auch. Wir haben es nicht geschafft, die PS dann auf die Straße zu bekommen und dann war es sicherlich, dass wir die Woche deutlich besser trainiert haben, als wir heute Fußball gespielt haben. Marco Scholz für die Rautenperle mit seiner zweiten Frage nochmal. Ja, Herr Thun, noch einmal, es gibt ja verschiedene Formen von Schnelligkeiten, einmal die Handlungsschnelligkeit, einmal das Sprinttempo. Wie zufrieden sind Sie mit dem Spieltempo, das Ihre Mannschaft derzeit auf den Platz bringt? Und wie wichtig ist es überhaupt im heutigen Fußball, dass ein Spieler auch wirklich im Sprint am Ende das nötige Tempo mitbringt? Ich glaube, ja, Sie haben das Spiel heute auch gesehen. Also das Balltempo war sicherlich ein Problem bei uns. Da waren wir schon deutlich temporeicher unterwegs mit ein, zwei Kontakten, schnelles Positionsspiel, schnelles Passspiel. Und entsprechend, klar, wenn man dann die Balance findet und das mit anderen schnellen Spielern auch noch auflöst und dann in die Räume reinstartet. Und das hat uns heute komplett gefehlt im Spielaufbau. Genau, und deswegen da sicherlich das Rote Kreuz für nicht so gut und nicht erfolgreich. Und genauso dann aus diesem Lösen, aus diesen Positionen heraus. Da brauche ich eine kognitive Schnelligkeit im Kopf, dass ich mich schnell vom Gegenspieler wieder löse und sicherlich auch in den Beinen. Und das hat uns gefehlt heute. Wir sind nicht in die Abläufe reingekommen. Wir haben es uns nicht gewünscht, so zu spielen. Und beides ist sicherlich begrüßenswert und hat heute komplett gefehlt. Die letzte Frage kommt von Henrik Jacobs vom Hamburger Abendblatt. Herr Thun, Sie waren bis heute vor dem Spiel oder bis heute ungeschlagen. Das heißt, Sie haben jetzt nicht ganz so viel falsch gemacht in der Saison. Könnte jetzt aber auch sagen, es war jetzt das dritte Spiel in Folge ohne Sieg. Wenn man das Würzburg-Spiel noch dazu nimmt, auch mit einer schwächeren Halbzeit, sehen Sie da insgesamt einen Entwicklungstrend, der ja, Ihnen Sorgen bereitet? Oder wie sehen Sie insgesamt die Entwicklung der Mannschaft jetzt so in den vergangenen Wochen? Na, ich glaube, wenn man die ersten oder nach dem DFB-Pokal aus die ersten fünf Spiele sieht, dann waren wir sicherlich nicht so euphorisch unterwegs und sind davon ausgegangen, dass sie die nächsten 29 Spieltage auch gewinnen. Wir konnten es einsortieren, es war alles so ein bisschen holprig, es war auch alles nicht so souverän. Aber genauso weit bin ich weg davon, jetzt einen Trend aus den letzten drei Spielen abzuleiten. Ich habe immer gesagt, dass dieser Weg für uns, die Entwicklung über einen längeren Zeitraum vonstatten geht. Es wäre erfreulich und es wäre schön, wenn wir das Ganze bedienen könnten und sicherlich auch jetzt das achte Spiel hintereinander gewonnen hätten. Das ist nicht der Fall. Wir haben jetzt in acht Spielen einmal verloren, wir haben zweimal unentschieden gespielt und wir haben fünfmal gewonnen. So, ein Viertel der Saison ist rum und das werden wir einsortieren. Und wir wissen, dass wir fleißig arbeiten müssen. Wir wissen, dass wir es heute nicht gut gemacht haben und wir haben die Chance, es in der nächsten Woche besser zu machen. Also ich löse mich so ein bisschen davon, ob es jetzt ein Trend ist, was in den letzten Jahren waren. Haben Sie mich auch kennengelernt dafür. Bei mir ist das Glas eher halb voll als halb leer. Und wenn meine Jungs dann auch häufig hören, dass sie was nicht gut machen, kriegen sie von mir auch nochmal gesagt, was sie gut machen. Und für gestern oder für die Partie heute werden sie morgen sicherlich auch zu hören bekommen, was nicht so erfolgreich war. Es löst uns dann aber auch wieder von dem Spiel heute. Wir gucken nach vorne, wir arbeiten, wir sind fleißig, wir sind beharrlich. Wir werden weiter Gas geben und es sicherlich auch wieder besser machen. Danke Daniel und danke für das Interesse. Unseren Gästen aus Bochum eine gute Heimreise und allen anderen noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank. Danke.